Donnerstag, der 9. November, das bedeutet, wir haben wieder eine Ausgabe des Aktionär fertig geschrieben. Morgen am Kiosk. Ich blicke mit meinem Kollegen Max Völkel heute schon mal ins Heft. Max, wir haben als Titelthema 10 deutsche Aktien, die Sie jetzt haben müssen. Deutsche Aktien günstig bewertet, sehr günstig bewertet im historischen Vergleich und auch im Vergleich mit ihren amerikanischen Pendants. Wir blicken auf Snap im neuen Heft, Tesla, Elon Musk darf natürlich auch nicht fehlen und natürlich, wie geht es weiter mit Bitcoin, das heiße Thema. Apropos heiß, wir haben auch einen Hotstock und wir sprechen oder wir schreiben, oder du hast es geschrieben, sage ich jetzt mal, über Japan. Max, was spricht im Moment für Japan? Genau, der japanische Aktienmarkt, der boomt. Der Nikkei, der steht so hoch wie seit 25 Jahren nicht mehr. Hier ist richtig Fantasie drin. Shinzo Abe wurde wiedergewählt. Hier wird davon ausgegangen, dass die Abenomics, also die expansive Wirtschaftspolitik, fortgesetzt wird. Und davon profitieren natürlich auch die japanischen Firmen. Okay. Und wir haben hier einen konservativen und einen spekulativen Top-Tipp herausgefiltert, mit dem wir denken, dass die Anleger eben sehr gut beraten sind. Okay, also nicht nur Fokus auf Deutschland, sondern auch auf das Land der aufgehenden Sonne. In Übersee laufen die Märkte gut und davon sollte man auch den Blick drauf lassen und eben auch davon profitieren. Okay, wunderbar. Wir schauen uns kurz nochmal die Titelstory an, also jedenfalls die Einleitung. Hier sehen wir sehr schön mit den Grafiken, wie günstig der DAX bewertet ist und vor allem haben wir hier auch eine interessante Grafik im Verhältnis zu Staatsanleihen. Man sieht hier sehr schön die Renditen, das ist in blau und das ist das, was nach der Inflation dann übrig bleibt und das ist alles im roten Bereich. Also wir machen Verluste mit Staatsanleihen, deswegen hier ganz klar der Fokus auf Dividendentitel, auf DAX-Titel und wie gesagt, es sind 10 interessante Aktien in der Titelstory, da ist bestimmt auch was für Sie dabei. Viel Spaß beim Lesen, uns hat sehr viel Spaß gemacht wieder beim Schreiben, alles Gute.